Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Seit gut 10 Jahren gehört Coop Ökoplan zu den bekanntesten Label für umweltverträgliche Produkte. Das Label bietet Garantie für vielfältige ökologische Alternativen aus verschiedensten Produktbereichen. Ökoplan Holz stammt zu 100% aus Wäldern, die im Einklang mit der Natur bewirtschaftet und ökologisch optimiert werden, wie sie die Richtlinie heisst. Was das genau bedeutet und woher das Holz für das Coop Ökoplan Produkt herkommt, weiss unser Gast. Herzlich willkommen im Studio, Guido Fuchs! Guten Fuchs. Guten Abend. Sie sind Forstingenieur. Was muss man sich darunter vorstellen? Ein Forstingenieur ist im Grunde genommen ein akademischer Förster, der sowohl die ökologischen wie auch die ökonomischen und sozialen Zusammenhänge von Wald- und Forstwirtschaft versteht. Und was ist das Besondere am Holz von Coop Ökoplan? Holzprodukte, die mit dem Coop Ökoplan-Label ausgezeichnet sind, stammen aus kontrollierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Es findet garantiert keine Übernutzung statt. Es wird mit standortgerechten Baumarten geschafft und der Wald wird, wenn immer möglich, natürlich verjüngt. Woher kommt das Holz von Coop Ökoplan? Vor allem aus der Schweiz und grenznahen Regionen, wie zum Beispiel aus dem süddeutschen Raum, aber auch anderen Ländern, die vergleichbare Standards erfüllen müssen. Und wer kontrolliert das eigentlich? Verschiedene Institutionen, die unter dem FSC-Label stehen, kontrollieren und garantieren, dass die Richtlinien, die der Internationale Waldbewirtschaftungsrat, eben der FSC, festlegt, eingehalten werden. Herzlichen Dank, Guido Fuchs. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet, was für Holz wird hauptsächlich zu Produkten von Coop Ökoplan verarbeitet? Tannen, Buchen oder Eichen? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Tannen und damit 2 Tageskarten für die Expo 02 mit Verpflegung im Restaurant Bio Tavola gewonnen hat Frau Raya Marti. Herzliche Gratulation. Ich möchte mich bei allen fürs Mitmachen bedanken. Ganz besonders Ihnen, Herr Fuchs, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Merci. Nach dem Wald und seinen Bäumen geht es für das Rezept eher Richtung Meer. Gell, Armin? Richtig, es gibt nämlich einen Paella mit Fisch und Meeresfrüchten. Grüezi miteinander. Eine Marinade aus Zitronensaft, presstem Knoblauch, wenig Cayennepfeffer und Olivenöl über die aufgetauten Seelachsfilet geben und zudeckt eine halbe Stunde stehen. In einer grossen Bratpfanne oder wer eine hat, in einer Paella-Pfanne, Zwiebeln, Knoblauch und Peperoni-Streifen im Olivenöl kurz andämpfen. Langkornreis dazugeben und glasig dämpfen. Mit Bouillon ablöschen, Safran beifügen und bei kleiner Hitze schmoren. Nach 10 bis 15 Minuten schmoren, den Seelachs aus der Marinade nehmen. Zum Reis geben und nochmal ein paar Minuten am besten zudeckt schmoren. Zuletzt den Marinara-Mix oder ein Päckchen Crevetten und tiefgekühlte Erbsen zum Gericht geben. Und alles nochmal 2 bis 4 Minuten schmoren, bis die ganze Flüssigkeit eingekocht ist. Mit ein paar Zitronenscheiben garnieren und die Paella direkt in die Pfanne auf den Tisch bringen. Auch das Rezept steht wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Einen guten! Danke, Armin. Im ersten Teil der Sendung haben wir viel über die Eigenschaften und die Herkunft des Holz von Coop Ökoplan erfahren. Was man aus dem Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Schweizer Wäldern alles herstellt, sehen Sie in unserem Bau und Hobby. Das war es für heute. Weil es bald Muttertag ist, zeigt uns Andy Zaug in einer Woche ein besonders feines Dessert. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!